Ich habe gerade so ein Paket bekommen und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist dieser wunderschöne Aufkleber Achtung zerbrechlich. Was mir nicht aufgefallen war, war folgendes Geräusch, als ich es entgegengenommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie was aus Glas ist oder sonst was, aber ich habe so eine Vermutung, was es sein könnte. Und ich habe mir gedacht, ich mache doch mal ein kleines Unboxing-Video, auch wenn ich Unboxing-Videos absolut sterbenslangweilig finde. Aber ich bin mir sicher, dass der ein oder andere das nicht so sieht. Und ja, wenn es irgendjemandem gefällt, warum denn auch nicht? Bewaffnen wir uns mal mit einem adäquaten Tool, um das zu öffnen. Aha, ich wusste doch, dass ich richtig liege mit dem, was es sein könnte. Das ist natürlich ein schöner Zufall, dass gerade. Ah ne, es ist auf allen Seiten aufgedruckt. Ich dachte schon, das wäre jetzt natürlich ein absolut genialer Zufall gewesen, wenn es nur auf der Seite gerade so richtig schön in die Kamera starrt, was es ist. Ja. Gut, das beruhigt mich schon mal dahingehend, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das so super duper zerbrechlich ist. Jetzt entfernen wir mal dieses komische schwarze Zeug. Und wir haben als allererstes ein Instructions Manual. Wie schön. Please read this Instruction Manual. Nein. Entfernen wir mal das. Ah, das Geklappere war wahrscheinlich Ihmchen hier, der da so durch die Gegend fliegt. Entschuldigt bitte, dass es übrigens nicht komplett aufs Bild geht. Über meiner Werkbank hängt ein Schrank und ich kann die Kamera leider nicht in den Schrank hinein implantieren. Deswegen ist das leider so das Maximum. Ich habe schon gesagt, ich werde mir vielleicht mal eine Nahlinse oder eine Weitwinkellinse werde ich mir mal holen, damit wir noch ein bisschen mehr sichtbare Fläche hier auf der Arbeitsplatte haben. Aber da muss ich nochmal schauen, ob ich das irgendwie an meinen Panasonic Camcorder hier heranbekomme. Der hat nämlich leider kein Filtergewinde vorne dran. Aber naja, mal schauen. Das kriegen wir sicherlich irgendwie hin. Wir haben hierbei einmal einen Halter für den Lötkolben, der dabei ist. Stückchen Plastik im Endeffekt. Aber naja, sollte funktionieren. Mit dem Schwamm. Ich mag zwar lieber diese Metalldinger. Ich weiß nicht, ob jeder die kennt. Hier dieses. Diese mag ich ja eigentlich lieber. Aber naja, auch mit dem Schwamm kann man leben. Wir haben mitgeliefert drei Düsen und nur zwei Befestigungssätze, na toll. Man sieht es hier, ah ne, doch, da ist das die Mutter. Ich wollte schon sagen, da fehlt die Mutter und es wäre garantiert wieder kein Standardmaß, aber naja, hätte man auch hinbekommen können. Ein Halter wahrscheinlich für die Heißluftpistole. Was auch immer das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ah, da ist noch mehr Kleinkram. Ach, die Lötspitzen für den Lötkolben. Der Lötkolben selber. Das kommt mir so bekannt vor, das Ding. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist nicht zu leugnen. Wie passend. Das Teil hier wollte ich mal irgendwann mal zerpflücken. Weil 1 € aus China kann nicht so toll sein, dachte ich mir. Aber ich habe es mal ausprobiert, das Ding ist gar nicht mal schlecht. Oh, sehr schön, hier bereits, ne? Also man merkt die erstaunliche Qualität bereits am Knickschutz, der sich selber dort heraus transplantiert hat. Naja, was kann man erwarten für den Preis? Und hier ist die eigentliche Heißluftgeschichte. So, Karton weg. Und hier ist der Heißluftpuste-Dingsbums. Mit einigen Knicken im Schlauch, aber das sollte sich beheben lassen. Das geht schon. So, wir haben hier eine No-Name SMD Rework Station.
Aber ich dachte mir, das gleiche Teil wird unter zig Brands verkauft. Unter anderem auch hier in Deutschland von Konrad Elektronik. Der ein oder andere kennt vielleicht die SMD Station von ihrer Hausmarke. Das ist genau das gleiche Teil, wenn man sich mal die Bilder anguckt. Was ich allerdings interessant finde, ist, diese Konrad-Geschichte soll kosten, lasst mich nicht lügen, ich glaube 150 Kröten. Wohingegen dieses Teil hier mit 75 € inklusive Versand da doch eine ganze Ecke preiswerter erscheint. Ah, hier an der Seite kann man offenbar. Ja, hier sind zwei Schrauben. Da kann man garantiert diese Geschichte so ranmontieren. Das sieht nämlich ganz stark so aus, als wäre das dafür gedacht gewesen. Werden wir bei Gelegenheit mal machen, aber vorher schauen wir da doch auch mal rein. Dafür schrauben wir mal diese ganze Chose auf. Ich muss das Ding jetzt leider ein paar Mal durch die Gegend schieben, damit ihr auch seht, was ich mache. Wie gesagt, Weitwinkellinse besorge ich mir noch. Oh, Himmel, Herrgott. Chinesische Wertarbeit. Könnte meinen, die Schrauben wären eingeklebt. Aber sind sie garantiert nicht. Ah, auch schön. Ich weiß nicht, ob man das so erkennt. Diese Schraube zum Beispiel hier ist nicht wirklich richtig reingeschraubt, aber weiter rein geht sie auch nicht. Also wahrscheinlich irgendwie schief reingewirkt oder sonst was. Aber wie ich schon sagte, man muss den Preis bedenken. Für den Preis kriegt das garantiert kein europäischer oder amerikanischer Hersteller hin, eine vollständige SMD Rework Station zu liefern. Und ich dachte mir einfach, hast in 3 Tagen Geburtstag, da kannst du auch mal hingehen und dieses Teil einfach mal dir selber quasi schenken. Das war's. Jawohl, das war's. Boah. Wie schade, dass es keine Geruchskameras gibt. Das stinkt. Bah! Git. Es stinkt wirklich widerwärtig hier drinne. Das merkt man gar nicht außerhalb des Gehäuses, aber da drinne, git. Das ist sehr fragwürdig, dieser Duft. Ich will jetzt nicht wissen, wie viele Jahre meines Lebens ich jetzt gerade verloren habe, indem ich das eingeatmet habe. Aber naja, wir haben hier auf dieser Platine haben wir eine Bezeichnung drauf. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Hier oben an der Kante. Na, wahrscheinlich leider nicht. Es weiß auf hellgelb. Da steht Jude YOUDE 852 DV6 Plus. Dann könnte man also eventuell erraten, dass das von Hersteller Jolde ist oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Wer weiß. Ziemlich labbrig diese Platine, wird augenscheinlich nur gehalten durch die drei Potis vorne. Weil hier, wo die Displays sind, kann man es einfach wegbiegen quasi oder auch ranbiegen. Aber auch hier, wie gesagt, man muss den Preis im Kopf behalten. Für diesen Spottpreis denke ich, kann man da jetzt nicht wirklich sich beschweren, oder? Kleiner Trafo. War davon das Schräubchen? Nee. Das nicht feste Schräubchen, es war selbstverständlich mal wieder der Schutzleiter. Allerdings muss man sagen, der Schutzleiter hängt fest, ist auch nicht wirklich beweglich. Vertrauen wir mal ganz einfach. Nein, wir vertrauen nicht darauf. Man sollte niemals auf China-Schutzleiteranschlüsse vertrauen. Das ist immer eine sehr schlechte Idee. Daher gucken wir doch direkt mal, wie sieht das denn damit aus? So, damit ihr das auch sehen könnt. So sollte das funktionieren.
Wir gehen einmal an den Schutzleiteranschluss ran. Das haben wir hier. Mal so, dass es im Bild bleibt. Und gucken wir doch mal so ein paar metallene Teile durch. Zum Beispiel hier vorne die Anschlussbuchse vom Handlötkolben. Hat null Verbindung zum Schutzleiter, wie eigentlich zu erwarten war, weil das garantiert nicht durch diese Lackierung durchgeht. Der Trafo. Ja, Trafo ist da. 2, irgendwas oben, kann man mit leben. Widerstand der Leitung an sich ist schon 1,8 Ohm, also 1 Ohm haben wir, das passt. Das ist okay. Haben wir noch irgendwelche Metallteile außer des Gehäuses an sich hier draußen, die man berühren kann? Hier sind noch Schrauben vorne, die sind garantiert auch nicht. Und auch die Schrauben vom Heißluftanschluss sind ordentlich verbunden. Ja, mal hier die Ecke vom Gehäuse, ob ich da irgendwie durchpieken kann. Oder hier so. Mit richtig ordentlich Druck. Ja, ist auch ordentlich verbunden. Also ich denke, dass damit kann man leben. Der Stecker hier vom Lötkolben an sich, leider keine Verbindung, aber naja. Wie sieht es denn aus mit... Huch, bleib schön da. Wie sieht es denn aus mit dem Heißluftkolben? Jetzt muss ich irgendwie Fingerakrobatik betreiben. Hier ist auch keinerlei Verbindung zum Schutzleiter vorhanden. Und wenn wir jetzt mal den mitgelieferten Lötkolben anstecken, hat der eine Verbindung dazu, weil das Ding soll ja ESD-safe sein. Dann würde ich zumindest erwarten, dass da ein Mac oben zwischen ist. Nö, nix. Ja, nicht. Gar nix. Ja, von wegen ESD-safe. Selbst aufspießen ist immer ganz besonders schön. Also, nein, keine Schutzleiterverbindung hier. Keine Schutzleiterverbindung zum Stecker, gar nichts. Also, ESD-Safe können wir schon mal getrost abhaken. Da ist nicht viel mit ESD-Safe. Aber gut. Ist bei der Preisklasse jetzt auch nicht so super zu erwarten. Allerdings schon etwas schade, dass damit geworben wird und es dann halt doch nicht so ist. Aber gut, da kann man, denke ich mal, noch so grob mit leben. Hier haben wir die Pumpe, die Luftpumpe, die irgendwie ganz merkwürdige Klappergeräusche von sich gibt. Warum das? Was ist das? Ah, da ist eine Schraube drunter. Ist das eine Transportsicherungsschraube? Ja, remove the pump securing screw. Trom, nicht from, sondern Trom. The bottom of the station before operating. Fail to do so may result in serious problems. Das einzige serious problem, was ich mir da vorstellen könnte, wäre ein Gehörstoß, weil das Ding die ganze Zeit daran rumrappelt. Aber naja, gut. So. Aha. Schon rappelt es nicht mehr so sehr. Den Gummifuß habe ich gerade nochmal richtig da reingezogen. Ja, jetzt ist es leise. Nicht schlecht. Gut. Was ich im Internet gelesen habe, was mich ein bisschen verunsichert hat, muss ich zugeben, war, dass bei dem ein oder anderen Besitzer dieser Rework Station das Ganze falsch verkabelt war, sodass der Schutzleiter nicht an den Handgeräten angeschlossen war, aber dafür die Phase. Was natürlich ganz besonders intelligent wäre, wenn das hier der Fall wäre. Deswegen werde ich das jetzt einmal vorher prüfen. Nehmen wir erstmal die Seite hier. Ich habe keinen Bock, das die ganze Zeit festzuhalten. So, wir haben jetzt hier eine Seite vom Schokostecker damit verbunden. Das lege ich mal beiseite, damit es mir nicht im Weg ist. So, wir haben hier 0, also nein, nicht 0, sondern Overload. Und auch hier haben wir keine Verbindung zum
einen Pin des Schokosteckers. Nehmen wir die andere Seite mal. Nein, nix. Auch hier nichts. Gut, haben wir hier also ein Modell erwischt, wo nicht ganz so sehr viel gefuscht wurde. Mal abgesehen davon, dass keine Schutzkontaktverbindung zu den beiden Handgeräten vorhanden ist. Was ich etwas schade finde, aber das lässt sich ja noch nachrüsten. Autsch. Jetzt habe ich mir gerade einen Stecker auf den Fuß geschmissen. Ich bin so schlau. Na gut, man sieht, so super stabil ist es nicht gebaut, logischerweise. Man kann das Ganze extrem einfach ineinander verwinden. Aber, naja, wenn der Deckel drauf ist, passt das schon. Das ist ein besonders schönes Detail. Wir haben hier zwei LEDs drin, für die beiden Heater-LEDs, für die beiden Anzeigen, ob das Ding noch heizt oder nicht. Man beachte die wunderbar gekürzten Beinchen der LEDs dort und hier unten. Das finde ich ja jetzt super schön gemacht. So nach dem Motto, wir stopfen das einfach mal da durch und lassen die Beine so, wie sie sind. Das, naja, kann man jetzt fragwürdig finden oder auch nicht. Ich finde es zumindest so fragwürdig, dass ich die Beinchen immer kurz kürzen möchte. Weil das muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass die da einfach so durch die Gegend rumschlawenzeln. So, das sieht doch gleich besser aus. Haben wir noch irgendwelche Auffälligkeiten? Wir haben hier zwei Trimmer drin. Wahrscheinlich, um die Temperatur abzugleichen und zu kalibrieren. Wir haben, was haben wir noch? 5 Leitungen gehen zum Handlötkolben. Ich frage mich, wofür die 5. ist. Sinnvoll wäre ja eigentlich nur, dass dann die 5. für... Ich tue das mal beiseite. Sinnvoll wäre ja eigentlich nur, dass die 5. dann für den Schutzleiter bzw. die ESD-Geschichte wäre. Aber naja, gucken wir mal hier rein. Lötspitzen. Ganz stinknormale, wie man sie eigentlich überall kriegt. Interessanterweise muss ich übrigens sagen, weswegen ich mir diesen 2. hier ursprünglich mal bestellt hatte und mir den anschauen wollte, war... Bei Konrad gibt es eine Lötstation, die nennt sich ST80A oder ST80D für analog und digital. Und da gibt es auch eine ST50A und D. Ich hatte früher die ST80 gehabt und die hatte von der Optik her einen absolut identischen Lötkolben. Und ich war von dem Ding eigentlich ziemlich begeistert damals, bevor ich meine Welle hatte. Und habe mir gedacht, als ich diesen Lötkolben im Internet gesehen habe, das ist das gleiche Ding. Warum haben die Schweine damals, ich glaube, 50 Euro für einen Ersatzlötkolben verlangt, weil das Thermoelement durchgebrannt ist? Fand ich ein bisschen fragwürdig. Damals schon, jetzt finde ich es erst recht fragwürdig, denn wenn ich mir das allein schon so angucke, hier diese Geschichte mit dieser Überwurfhülse und diesen Lötspitzen, das ist absolut identisch mit dem Ding von Konrad. Wenn ich jetzt das hier rausschraube, mag ich fast wetten, dass wir auch hier genau das gleiche sehen würden, nämlich eine Feder, die eigentlich die Schutzleiterverbindung bzw. die ESD-Safe-Verbindung darstellt und ein Keramikheizelement. Sieht genau identisch aus wie das Ding von Konrad. Schon geil. Jetzt frage ich mich, wenn das hier, diese Feder, das ist ja für die ESD-Geschichte, die müsste dann doch eigentlich mit ungefähr einem MEC-Ohm gegen Schutzleiter verbunden sein. Das heißt für mich, sie müsste auch mit einem, wahrscheinlich mit 0 Ohm irgendwo am Stecker ankommen. Gucken wir doch mal. So, Feder. Kann man sehen? Ja, kann man sehen. Gehen wir da mal durch. Nix. Nix. 0 Ohm.
Ja, fast 0 Ohm. Nix. Nix. Also der mittlere Pin vom Stecker ist tatsächlich diese Feder. Und das heißt für mich einmal Umkehrschluss, dass doch dann eigentlich der mittlere Anschluss, das tun wir gerade nochmal beiseite, der mittlere Anschluss von dem Stecker der Lötstation irgendwie an den Schutzleiter gehen sollte. So. Tut aber nicht. Schade. Warum? Oder verwenden die hier irgendeine ganz ausgeklügelte Methode, um diese ESD-Safe-Geschichte sicherzustellen? Wüsste ich ja schon ganz gern. Oder liegt es einfach daran, dass der Stecker hier schief drauf ist? Das könnte natürlich auch sein. Sehr, sehr fragwürdig. Aber naja. Ja, ja. Man sieht, warum wir sie es gemacht haben. Ich glaube, dafür schraube ich die Kamera gerade mal kurz ab. Sonst kriege ich das eh nie gezeigt. Einen Moment. Das hier, dieser Stecker dort, das ist derjenige, der zum Anschluss von dem Handgerät geht, von dem Handlötkolben. Das mittlere Kabel, das hier mit den ganzen Kreuzen gekennzeichnet ist, das ist das Kabel, was zu diesem ESD-Anschluss, zu dieser Feder am Handgerät, ich zeige das nochmal im Nahen, hier zu dieser Feder geht. Das ist der mittlere Anschluss vom Stecker. Na, fokussier. Na, quasi der untere, der mit 3 bezeichnet ist. Der geht direkt an diese Feder ran. Und von dieser Feder aus geht es quasi über das Kabel hier an das mit X gekennzeichnete. Und wenn wir jetzt mal daneben schauen, dann sehen wir dort eine Markierung 1,5 MΩ R1. Ich mag fast wetten, der hängt so ziemlich genau an der Stelle vom Stecker, wo der wo das ESD-Safe-Kabel rangehen würde. Und ich mag wetten, dass die andere Seite direkt am Schutzleiter hängt. Könnte man also nachrüsten, indem man einfach diesen Widerstand einlötet, der aus welchen Gründen auch immer hier nicht eingelötet wurde. Ich glaube, das werde ich einfach mal machen. Hier ist der Anschluss. Und hier geht es zu einem unbestückten Widerstand. Und ich würde jetzt fast wetten, auch wenn es ein bisschen merkwürdig ist, dass es da an den Poti geht. Wahrscheinlich hängt diese Seite dann am PE. Das gucken wir uns auch direkt mal an. Hängst du am PE? Nein, hängst du nicht. Du hängst wahrscheinlich an irgendeiner internen Masse. Vermutlich. Hier ist Ground. Du hängst an einer Masse. Okay. Damit kann ich leben. Wenn du an Masse hängst, ist das in Ordnung. Rüsten wir einfach mal nach. 1,5 MΩ haben wir doch alles hier. Auch wenn ich jetzt persönlich ja eher 1 MΩ erwartet hätte, aber wenn die 1,5 wollen, dann wollen die 1,5. Und ja, man könnte vermuten, dass ich ein bisschen bekloppt bin, jetzt schon an dem Ding rumzubasteln, bevor ich es überhaupt eingeschaltet habe. Aber egal. So bin ich halt. Erstmal rumbasteln, dann gucken, ob es überhaupt läuft. Wenn es nicht läuft,
habe ich Pech. Da müssen wir gucken, warum es nicht läuft. So. Das würgen wir mal da jetzt rein. Die Löcher sind viel zu klein. Weißt du was? Drauf geschissen. Das Ding wird von der Innenseite angelötet und gut ist. Abstand haben wir eh genug zum Gehäuse. Und selbst wenn wäre das jetzt... Ja doch, es wäre tragisch, wenn wir da eine Verbindung von Masse zu Schutzleiter hinkriegen an der Stelle. Weil wir damit dann quasi den ganzen Trafo ad absurdum führen würden, aber... Hier ist so viel Abstand, da dürfte eigentlich so nichts passieren. Widerstand ist drin. Da kann man es so halbwegs erkennen. Einmal alles runterfallen lassen. Und das Ganze wieder daran. Diese LED ist ein Hauch zu schief. Machen wir bei der Gelegenheit auch nochmal gerade. So. Und wieder die Muttern da drauf. Der Heißluftföhn hat übrigens überhaupt keine Möglichkeit da eine ESD-Safe-Verbindung anzubringen. Ist aber auch im Endeffekt ziemlich logisch und warum sollte man bei einem Heißluftföhn eine elektrische Verbindung dazu haben? Höchstens, um den Benutzer davor zu bewahren, im Fehlerfall eine gewischt zu kriegen. So. Ich hole einmal einen neuen Kabelbinder. Eine adäquate Farbe für die Qualitätsklasse habe ich ausgewählt. So. Und damit haben wir die Geschichte zumindest schon mal soweit fertig. Gucken wir noch gerade mal kurz weiter in den Lötkolben rein. Weil hier waren wir noch nicht ganz fertig. Das Ganze wird folgendermaßen funktionieren. Hier haben wir, wie gesagt, diese ESD-Geschichte. Und dann haben wir vier Anschlüsse. Diese beiden, man kann das trotz chinesischer Schriftzeichen recht gut identifizieren. Hier haben wir einen Widerstand eingemalt, oder eine Spule eher gesagt. Das wird dann wahrscheinlich die Heizpendel sein. Und hier haben wir einen temperaturabhängigen Widerstand, was dann entsprechend ein Temperatursensor sein wird, der hier vorne in der Spitze drin stecken wird. Und so funktioniert die ganze Chose eigentlich unglaublich simpel, aber effektiv. Warum sollte man das großartig anders machen? Das Ganze sitzt übrigens hier in zwei Nuten. Das weiß ich hier nicht. Ja, man kann es halbwegs erkennen. Sitzt da in diesen Nuten und ist entsprechend auch eigentlich relativ fest. Dann kommt diese Hülse hier rüber. Und wir hätten wieder überhaupt keine ESD-Verbindung, weil, wie man hier sieht, ist der metallene Part mit Kunststoff überzogen. Ganz wunderprächtig. Muss mal gucken, dass ich den Kunststoff hier gerade mal irgendwie weggepopelt kriege. So, ich habe jetzt mal hier die Hülse soweit freigepopelt, dass man da auch überhaupt irgendeine Verbindung zu der Feder hinbekommt. Gegenmessen müssen wir gleich trotzdem nochmal, ob das jetzt funktioniert hat. Spitze drauf. Wo ist die Hülse? Warum gehst du aus? Ich brauche dich jetzt. Wo ist die Hülse? Wo ist meine Hülse? Ah.
So. Mittlerer Anschluss. Und wir haben unsere 2, irgendwas Ohm. Perfekt. Und somit haben wir einen tatsächlich wirklich ESD-safen Handlötkolben erschaffen. Wenig Arbeit, aber viel Effekt, sage ich jetzt mal. So, dann machen wir das mal ab. Ich frage mich gerade, ob der, den ich hier gekauft habe, identisch ist. Müsste eigentlich sein. Ich glaube kaum, dass der groß was anders sein wird. Ist quasi identisch. Etwas anderes Platinenlayout. Oh, mit englischer Beschriftung. Aber ansonsten identisch. Und wir haben hier eine adäquate Verbindung drin. Müsste ich nicht mal freikratzen. Wundervoll. Dann machen wir mal den Deckel wieder drauf. Ich werde bei der Gelegenheit übrigens einen komischen Griff entfernen, den brauche ich nämlich nicht. Der hindert mich nur daran, Sachen da drauf zu stapeln. Das wiederum geht ganz einfach. Hier innen drin sind zwei Schrauben. Die entfernen wir einmal. Weil ich habe eine Lötstation bestellt und keine neue Handtasche. Da brauche ich entsprechend jetzt keinen Tragegriff dran. Weil ich sowieso den Sinn nicht so ganz verstehe, an der Lötstation einen Tragegriff zu machen. Weil so schwer ist das jetzt nicht, dass ich das nicht einfach so unter den Arm klemmen könnte. So. Jetzt haben wir das da dran. Wir können das da einhängen. Und das steckt auch da ordentlich drin. Perfekt. So, ich habe jetzt die Lötstation soweit wieder zusammengebaut und dachte mir, da ist es jetzt mal Zeit dafür, das Ding auszuprobieren. Da ich mir die Lötstation hauptsächlich gekauft habe für die Heißluftgeschichte und diesen Mini-Popel-Lötkolben eigentlich gar nicht so großartig brauche, da ich hier meine schöne alte Wellerstation habe, habe ich mir gedacht, ich werde mich dabei jetzt auch hauptsächlich auf die Heißluftgeschichte beziehen. Daher entfernen wir dieses Teil jetzt erstmal wieder. Wir brauchen tue ich es eh nicht. Das ist halt so eine Nice-to-have-Geschichte. Wenn man mal unterwegs ist, braucht man nicht die große Wellerstation mitschleppen, nimmt dieses Ding einfach und gut ist. Hören wir uns doch erstmal an, wie die Lautstärke davon ist. Wir schalten die Heißluft an, auf alles auf Minimum, Heater und Airflow auf Minimum. Ist okay. Also ich bearbeite jetzt am Ton nichts, es ist völlig in Ordnung. Wir sehen die Temperatur vom der Heißluftgeschichte steigt. Obwohl sie auf Minimum ist. Und wenn ich die Luft erhöhe. Auf Maximum. Es ist moderat warm. Also heiß ist das jetzt noch nicht. Logischerweise. Wir haben die Heater-Temperatur auf Minimum. Und ich bin relativ weit davon entfernt. Was mich ein bisschen irritiert ist, dass die... Also so bei fast keinem Airflow haben wir wirklich auch fast nichts.
So spüre ich überhaupt keinen Airflow mehr. So wirklich einen richtigen Föhn, trotz dass ich hier die kleinste der verfügbaren Düsen verwendet habe. Ich bleibe mal so bei der Mittelstellung, damit es auch nicht zu laut ist hier. Und drehe die Temperatur mal etwas hoch. Sagen wir mal so auf 330 Grad. Ja, machen wir 360. So, circa. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das die eingestellte Temperatur ist oder ob das die die Heaterlampe blitzt und blinkt. Also scheint er jetzt sich eingeregelt zu haben. Wenn ich jetzt etwas höher gehe, zeigt er mir an 370. Heater ist aus und an. Okay. Regelt also relativ fix nach, sagen wir 450 Grad. Heater ist aus, an. Und jetzt regelt er hoch. Okay, er zeigt also erstmal an, was man eingestellt hat an Temperatur. Und dann, auf wie viel Grad er aufheizt. Okay, das ist eigentlich ein schönes System, gefällt mir. Und dieser Pulli ist wirklich sehr empfindlich. Also man muss ihn wirklich nur streicheln und man ändert schon die Temperatur. Gehen wir wieder runter auf 350 Grad. Mal gucken, wie schnell er abkühlt. Sollte eigentlich auch recht fix gehen. Das ist moderat, das geht. Da kann man mitleben. Gut, gehen wir wieder hoch auf 450 wieder. Und dann dachte ich mir, probieren wir das mal aus. Ich habe hier so eine kleine Platine. Da ist so ein kleines SMDC drauf, weiß der Geier, was das jetzt genau ist. Das ist ein... was ist das wohl? Irgendein Samsung-Chip, weiß der Geier. Falls jemand das kennt und es ihn interessiert, bitte, gerne. Mir ist es egal, die Platine ist kaputt. Und ich wollte einfach mal gucken, ob ich dieses kleine EC da jetzt abgelötet bekomme. Dafür hänge ich jetzt die Kamera wieder an meine Halterung. Da kommt schon ordentlich Luft raus. Richtig schön warm. Mal gucken. Das letzte Mal, dass ich mit einer Heißluftstation gearbeitet habe, ist übrigens einige Jahre her. Also verzeiht, wenn ich irgendwelche Anfängerfehler mache. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Sollte auch eine Pinzette in der Hand haben, ne? Da ist ab. Da ist der Chip. Na, komm her. Hallo, Fokus. Fokus. Aua, heiß.
Naja, egal. Man sieht, es ist ab. Das ist die Hauptsache. Und das ging eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin überrascht. Für die billige Heißluftstation, top. Versuchen wir mal ein bisschen was Kleineres. Hier ist so ein kleines 3-Pin-Ding drauf, was immer das ist. Das wird wahrscheinlich irgendein Transistor oder sowas sein. Und schon ist er ab. Hervorragend. Und da war die Speicherkarte voll, ohne dass ich es gemerkt habe. Wie schön. Kurz zusammengefasst, was in den letzten 15 Minuten passiert ist. Dieses... Fokus. Fokus. Kein Fokus. Was auch immer. Ein kleines, ich glaube SOT28 oder was auch immer, Bausteinchen, was immer es ist, ging ohne Probleme ab. Innerhalb von wenigen Sekunden. Also es ist wirklich unglaublich schnell gewesen, muss ich sagen. Ich war schon ein bisschen überrascht. Dann habe ich mir gedacht, Mammutaufgabe, versuchen wir den BGA. Es ist eine alte Intel Northbridge. Logischerweise, das hat nicht geklappt. Aber ganz ehrlich, dafür ist diese 75 Euro Entlötstation jetzt auch nicht so wirklich gedacht gewesen. Da würde ich vielleicht eher so nochmal eine Null dranhängen an dem Preis, wenn ich erwarten würde, dass das funktioniert. Gut, aber vielleicht, wir haben hier an der Seite nochmal so ein Quad Flatpack. Vielleicht kriegen wir den ab. Versuchen wir das doch mal. Also geben wir ihm nochmal Luft. Was ich interessant fand übrigens war, wenn man die Lötstation abschaltet, dann läuft der Ventilator oder die Luftpumpe läuft noch so lange weiter, bis die eigentliche Spitze von der ganzen Sache hier, das was schon so schön bunt angelaufen ist, bis das Ganze eine angenehme Temperatur erreicht hat. Also quasi eine Art ja, Verbrennungsschutz, dass man nicht versehentlich dran grabbelt. Finde ich echt schön, hätte ich in der Preisklasse nicht erwartet, dass sie so weit denken. Aber umso besser, ne? Gut, das ist heiß. Dann versuchen wir mal unser Glück. An was immer das ist. Der Aufkleber mit dem Thermopapier ist schon der Meinung, dass ihm zu warm wird. Und da ist er ab. Keine Probleme. Ging alles super easy. Absolut genial. Ich bin begeistert von dem Teil. Für den Preis absolut klasse. Wir sehen auch, wir haben überhaupt keinerlei Pads oder sowas zerstört. Es ist alles schön ordentlich geblieben. Zoomen wir noch ein bisschen weiter ran, wenn er da noch fokussieren kann. Nein, kann er leider nicht. Schade. Aber hier ist alles wunderbar. Ich gehe da jetzt nochmal rüber und guck mal, ob ich da
das Zinn noch mal ein bisschen schön bekomme. Ja, nochmal hier einfach, um es nochmal zu zeigen. Hier mal so ein kleines Bauteil, was immer das ist. Und ab. Also, das funktioniert hervorragend. Anlöten müsste eigentlich auch gut gehen. Versuchen wir das doch einfach mal. Lötzinn ist ja noch genug da. Ein Tröpfchen Flussmittel. Ein etwas größeres Tröpfchen Flussmittel. Die Geschichte jetzt nochmal ein bisschen gerade hinlegen. So, Airflow etwas runter. Oh, noch zu viel Airflow. Sollte ihn schon richtig rum drauflegen. War ein bisschen schief, aber trotz, dass ich nicht mal ein neues Zinn drauf gemacht habe, gar nichts. Nur ein bisschen Flussmittel drauf, heiß gemacht und er hält, würde ich mal sagen. Hoffe ich. Nicht, dass ich jetzt... Ja. Er ist fest. Perfekt. Auch da, wo er sein sollte. Ich würde sagen, das war ein voller Erfolg. Jetzt habe ich die Lötstation übrigens schon ausgeschaltet und man hört, sie pumpt immer noch und die Temperatur sinkt. Trotz, dass der Heater auf Maximum steht, ist also kein Defekt, ist so gewollt. Top Teil. Für den Preis absolut grandios. Kann ich nur jedem weiterempfehlen, der rudimentär mal dann und wann Heißluft braucht. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode von Tinkertubes Lab. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung und ein Abonnement sehr freuen. Teilt mir doch auch eure Meinungen in den Kommentaren mit und verbreitet dieses Video in den sozialen Medien. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, euer Isjölf hier.